Hi, mein Name ist Neil und ich bin 17 Jahre alt. Ich gehe auf die Highschool und sollte eigentlich aufs College gehen. Aber stattdessen muss ich das Chaos beseitigen, das Mom und Dad angerichtet haben. Man sagt, Kinder zahlen für die Sünden ihrer Eltern. Wollt ihr wissen, was mit mir passiert ist? Dann abonniert den Kanal und ich werde euch meine Geschichte erzählen. Zuerst die gute Nachricht. Ich hatte das Glück, an einem der schönsten Orte des Landes geboren zu werden. Meine Heimatstadt liegt an der Nähe des Ozeans, nahe dem malerischsten Naturschutzgebiet, einem Korallenriff mit seltenen Fischen. Mir war dieser Ort immer sehr wichtig. Manchmal habe ich als Freiwilliger gearbeitet und geholfen, den Strand sauber zu halten. Allerdings behandelt nicht jeder in der Stadt diesen Ort mit dem gleichen Respekt. Seit einigen Monaten ist die Polizei auf der Suche nach einem Schmuggler. Er taucht nachts und fängt seltene Fische, um sie jemandem zu verkaufen, der gut dafür bezahlt. Ich war sehr aufgebracht darüber. Seit einigen Jahren träumte ich davon, Ichthyologe zu werden, um die Unterwasserwelt zu studieren und im Naturschutzgebiet zu helfen. Allerdings gab es noch einige Herausforderungen. Ehrlich gesagt, hatte ich das Gefühl, dass mein Traum, Ichthyologe zu werden, von Tag zu Tag verblasste. Ich musste aufs College gehen und ich konnte immer noch keine guten Noten in Biologie bekommen. Ich lernte tagelang, gab immer mein Bestes, aber ich bekam nie eine gute Note, die besser als der Durchschnitt war, weil der Lehrer mich hasste. Jede Klasse begann damit, dass Mr. Snade mich für mein Verhalten belehrte, obwohl ich nichts falsch gemacht hatte. Als die ganze Klasse ihre Hausaufgaben abgab und die Punkte bekam, gab er mir 0 Punkte und mir wurde gesagt, dass ich ihm die Arbeit nie abgegeben hätte. Aber das hatte ich definitiv getan. Er würde mir schwierige Fragen stellen, die niemand in der Klasse beantworten konnte. Lange Rede, kurzer Sinn, Mr. Snade machte mir das Leben zur Hölle. Ich wollte mich bei meinen Eltern über ihn beschweren, aber das half überhaupt nicht. Mein Vater schien verwirrt, er wollte mir überhaupt nicht zuhören. Er zuckte mit den Schultern und sagte, dass ich mir das alles nur einbildete und ich mir einfach nur keine Mühe geben wolle. Am Ende führte es sogar zu einem Streit. Ich verbrachte die ganze Woche damit, mich auf den nächsten Test vorzubereiten. Aber wieder bekam ich eine schlechte Note. Ich war so aufgebracht und am Abend, als mein Vater nach Hause kam, wollte ich mich bei ihm beschweren. Aber mein Vater schien nicht in der Stimmung zu sein. Er schimpfte, dass ich faul und schusselig sei. Er wollte, dass ich meinen Traum aufgab. Er sagte mir, ich solle lieber zu Hause bleiben und dem Familiengeschäft helfen. Zuerst arbeitete ich als Kassierer, dann wurde ich zum Manager befördert. Ich ging in mein Zimmer und knallte die Tür hinter mir zu. Ich war furchtbar beleidigt, so etwas von der nächstbesten Person zu hören. Ich wollte etwas Unterstützung, aber mein Vater machte es noch schlimmer. Natürlich konnte ich danach nicht mehr schlafen. Ich wälzte mich die ganze Nacht hin und her, erinnerte mich an die Worte meines Vaters und machte mir mehr und mehr Sorgen um die Zukunft. Wenn ich Mr. Snade nicht besiegen könnte, könnte ich meine gewünschte Karriere wirklich vergessen. Die Zeit verging. Schließlich wurde mir klar, dass ich in dieser Nacht nicht schlafen würde. Also beschloss ich, das Einzige zu tun, was mich beruhigte. Ich schlich mich aus dem Haus, nahm das Auto meines Vaters und fuhr zum Strand. Es gab nicht viel Müll zu sammeln, aber es war eine warme Nacht, also beobachtete ich stattdessen die Wellen. Plötzlich, hey, dachte ich mir, da ist doch jemand im Wasser? Zuerst sah ich einen Schnorchel, dann eine Tauchermaske, dann den Mann selbst, der aus dem Wasser kam. Und in der Hand hielt er eine Tasche mit einem leuchtend roten Fisch. Ich erkannte den Fisch sofort, denn es war diese seltene bedrohte Art. Oh, ich dachte, ich wäre auf einen dieser Schmuggler getroffen. Ich war wie erstarrt und konnte mich nicht rühren. Aber der Fremde starrte mich an, ich geriet in Panik und rannte los. Als ich nach Hause kam, wurde mir klar, dass ich nicht wusste, was ich als nächstes tun sollte. Ich hätte die Polizei rufen können, aber ich konnte das Gesicht des Verbrechers nicht sehen, weil es dunkel war und er eine Maske trug. Ich wollte meinen Eltern nichts sagen, ich war immer noch wütend auf sie. Am Morgen beschloss ich, mir Zeit zu lassen und ging erst einmal nur zur Schule. Wenn ich nur wüsste, was für eine Überraschung mich dort erwartete. Als ich meinen Schulspind öffnete, sah ich als erstes die Tauchermaske, die der Verbrecher in der Nacht getragen hatte. Ebenfalls im Spind versteckt, fand ich mehrere Tüten mit lebenden, seltenen Fischen. Ich bekam kalte Füße. Bald hörte ich ein seltsames Geräusch aus dem Haupteingang. Als ich meinen Kopf drehte, sah ich die Polizei, die sich umschaute und offensichtlich nach jemandem suchte. Natürlich verstand ich sofort alles. Auf irgendeine unglaubliche Art und Weise hatte mich der Schmuggler erkannt und beschlossen, mir das Ganze anzuhängen. Er hatte Beweise in meinem Spind platziert und die Polizei informiert. Ich rannte wieder los, aber da der Eingang versperrt war, dachte ich, dass ich durch das Fenster in der Toilette rausklettern könnte.
Jetzt war ich zu verängstigt und beschäftigt, um über meinen Ärger nachzudenken. Ich rannte nach Hause, um meine Eltern um Hilfe zu bitten. Aber sobald ich in meine Straße einbog, sah ich die Polizei, die mein Haus umstellte. Anscheinend war ihnen klar, dass ich als erstes nach Hause kommen würde und dort warteten sie bereits auf mich. Ehrlich, ich hatte noch nie so viel Angst in meinem Leben. Ich wusste, dass die Polizei genug Beweise hatte, um mich zu beschuldigen. Und ich wusste, dass ich nicht rechtfertigen konnte, was passiert war. Den ganzen Tag saß ich im Gebüsch in der Nähe der Schule, versteckte mich und überlegte, was ich als nächstes tun sollte. Später erinnerte ich mich daran, dass mein Vater mir von dem unterirdischen Haus erzählt hatte, das er und seine Freunde auf dem Schulgelände gegraben hatten, als sie Kinder waren. Als es dunkel war, ging ich los, um es zu suchen. Es war schwierig und ich war so verzweifelt. Doch nach ein paar Stunden fand ich eine versteckte Tür im Gras. Der unterirdische Raum war feucht, dunkel und kalt. Aber wenigstens fühlte ich mich hier sicher. Im Inneren des unterirdischen Hauses befand sich eine Holzkiste, die sofort meine Aufmerksamkeit erregte. Ich fand eine Kerze, Streichhölzer, eine alte Decke, aber das Interessanteste von allen war ein Fotoalbum. Die Fotos waren verblasst, weil es da unten so feucht war. Es war schwierig, etwas darauf zu erkennen. Und doch konnte ich meinen Vater, meine Mutter und zu meiner Überraschung auch Mr. Snade erkennen. Sie waren Teenager auf den Fotos, aber ich erkannte sie trotzdem. Ich konnte sehen, dass alle drei gute Freunde waren und viel Zeit miteinander verbracht hatten. Auf einigen der Fotos umarmten sich meine Mutter und Mr. Snade, was mir seltsam vorkam. Und doch gab es überall auf den Fotos eine vierte Person, aber ich konnte sie nicht erkennen. Aber wisst ihr, was meine Aufmerksamkeit am meisten erregte? Die Tatsache, dass Mr. Snade auf den Fotos sehr oft in der Nähe von Wasser war. Als ich ihn mit einer Tauchermaske sah, passte alles zusammen. Er war der Verbrecher. Und das erklärte eine Menge. Mr. Snade hatte mich sofort erkannt unten am Strand. Und als Lehrer hatte er Zugang zur Schule. Offensichtlich hat er sich, während ich mir Gedanken gemacht habe, was ich tun sollte, reingeschlichen, den Schlüssel zu meinem Spind gefunden und die Beweise versteckt. Ich fühlte mich wie der elendigste Mensch auf dem Planeten, aber wenigstens kannte ich den Namen meines Tyrannen. Nachdem ich ein wenig darüber nachgedacht hatte, dachte ich, dass der einzige Weg, um nicht ins Gefängnis zu gehen, darin bestand, das Verbrechen selbst aufzuklären. Ich kam nie nach Hause. Während die Polizei auf dem Schulgelände herumstreifte, schlief ich im unterirdischen Haus. Am späten Abend kam ich raus, um mir mit dem restlichen Taschengeld etwas zu essen zu kaufen. Einmal schaffte ich es sogar, mein Handy in einem Café aufzuladen und eine Nachricht an meine Eltern zu schicken. Ich schrieb, dass es mir gut geht, erzählte ihnen alles, was mir passiert ist. Aber leider antworteten sie nicht. Ich hatte keine andere Wahl, als jeden Abend zu Mr. Snades Haus zu gehen. Und am Anfang war alles ruhig, aber irgendwann hatte ich Glück. Um 3 Uhr morgens verließ Mr. Snade das Haus. Er hatte eine große Tasche dabei. Ich konnte einen Schnorchel und eine Tauchmaske sehen. Da war es. Endlich. Sobald das Auto weg war, eilte ich sofort zur Polizeistation. Dort bat ich den Beamten, mit mir zum Strand zu kommen. Ich sagte, dass ich mit dem Schmuggel nichts zu tun hätte, aber wenn sie auf mich hören würden, könnten sie den Verbrecher direkt am Tatort fangen. Allerdings wollte der Beamte nicht auf mich hören. Er wollte mich in Handschellen legen, um mich zu verhaften. Aber ich wehrte mich und bettelte. Bitte, vertrauen Sie mir, ich habe nichts falsch gemacht. Das schien zu funktionieren. Der Polizist sah mich an, als hätte er Mitleid mit mir. Und er willigte ein, mit mir zu kommen. Zuerst fuhren wir zu Mr. Snades Haus, denn das war näher. Ich sah, dass die Lichter aus waren und kein Auto da war. Hurra, ich hatte also doch recht. Dann läutete der Polizist an der Tür, stellte fest, dass niemand zu Hause war. Und dann glaubte er mir, so hoffte ich. Überglücklich ging ich mit dem Polizisten zur Tür. Doch als er läutete, öffnete sich die Tür eine Minute später. Es war Mr. Snade. Er sah furchtbar verschlafen aus, aber als er mich sah, sagte er, sie haben diesen Verbrecher endlich geschnappt. Ich konnte kein Wort sagen. Ich wurde auf die Polizeiwache gebracht und kam in eine Zelle. Ich sollte mir einen Anwalt nehmen, denn mir standen lange, schreckliche Prozesse vor und ich leistete nicht einmal Widerstand. Die Verzweiflung, die ich spürte, raubte mir all meine Kraft. War es wirklich vorbei? Sollte ich für ein Verbrechen, das ich nicht begangen hatte, ins Gefängnis gehen? Müde schlief ich auf der harten Bank ein, aber nur um ein paar Stunden später aufzuwachen. Als lokale Berühmtheit. Wie sich herausstellte, konnte mein Vater, als er hörte, dass ich festgenommen worden war, erraten, wer der wahre Verbrecher war. Er ging zum Strand und schaffte es, Fotos zu machen, die enthüllten, dass es... Nein, es war nicht Mr. Snade, sondern sein Zwillingsbruder. Die ganze Zeit war er derjenige, der die Fische illegal gefangen hat.
Und er war die Person, die ich auf dem Foto nicht sehen konnte. Ich wusste nicht, dass es ihn gab, aber mein Vater wusste es. Und das hat ihm geholfen, das Geheimnis zu lüften. Ich wurde von jedem Verdacht freigesprochen und sogar gelobt, da ich geholfen hatte, das Verbrechen zu lösen. Der Schmuggler wurde eingesperrt und Mr. Snaith wurde von der Schule entlassen. Etwas später erzählte mir mein Vater, dass meine Mutter sich in ihrer Jugend für ihn entschieden hatte, anstatt für meinen Lehrer, und dass er mich deshalb wahrscheinlich hasste. Er entschuldigte sich auch bei mir und gab zu, dass er die ganze Zeit geschwiegen und mich nicht unterstützt hat, weil er sich für seine Tat schämte. Ich habe in nur einer Woche so viel durchgemacht. Angst und Verzweiflung haben mich verändert, aber ich bin froh, dass alles gut ausgegangen ist. Jetzt ist unsere Stadt sicher und ich kann endlich Ichthyologe werden, so wie ich es wollte. Keiner wird mich mehr belästigen. Na, wurdet ihr auch schon mal damit konfrontiert, wie eure Lehrer euch wahrnehmen? Teilt es in den Kommentaren und ihr werdet hier bestimmt Unterstützung finden, die ich nicht zur richtigen Zeit erhalten habe.